Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Arena Battle 3 und wir haben, ja, heute nicht nur ein Ende, nicht nur zwei Ende, sondern drei Enden quasi vor uns. Und zwar das Ende von Leiter 1 und 2, die wir heute uns angucken werden und auch das Ende der Arena-Phase im Allgemeinen. Nach dem heutigen Part wird es nur noch Liga-Runs geben und da geht es dann ums Eingemachte. Wer wird Champ des Arena Ladder Battles? Arena Battle 3? Wie komme ich jetzt auf Arena Ladder Battle? Des AB3. Wer schafft es, Champ zu werden zwischendurch? Und vor allem, wer schafft es, diesen Champ-Titel dann am Ende noch inne zu haben? Denn darauf kommt es ja letztlich an. Momentan haben wir dort Terrakrog, aber wir haben auch einige hochkarätige Kandidaten noch im Rennen, die es bis dorthin schaffen könnten. Und vor allem sehen wir ja im heutigen Part eventuell noch Leute, die um diesen achten Orden, um diesen begehrten achten Orden spielen werden und sich ebenfalls für die Liga qualifizieren. Einer davon könnte rein theoretisch Lukas sein. Lukas hat es allerdings zum jetzigen Zeitpunkt erst in Anführungsstrichen geschafft, sich drei Orden zu sichern, wenn ich aktuell bin. Ich glaube ja. Vielleicht sind es auch vier, ich bin gerade unsicher, irgendwie so in dem Rahmen. Auf jeden Fall geht es für ihn hier heute nicht mehr darum, sich für die Top 4 zu qualifizieren. Dennoch wird das hoffentlich ein sehr schöner Kampf werden, denn es ist Mikas letzter Kampf, der letzte Kampf in der Geist-Arena. Und wir sehen hier noch einmal zum Abschluss ein Silvaru, ein Mimikma, ein Gengar, ein Darkrai, ein Zwirrklub und das kleine süße Sankabu, was beim letzten Mal leider nicht so gut performt hat. Und Lukas hat hier ein Mono-Normal-Team mit dabei, wo man natürlich erstmal sagen könnte, ja, ausgeglichen, ne? Also Geist hat keine Wirkung gegen Normal und Normal hat keine Wirkung gegen Geist. Das sollte ja passen. Aber Geist ist hier natürlich ganz klar im Nachteil, weil wir mindestens zwei Rauflust-Pokémon, glaube ich, mit dabei haben. Potenziell zumindest. Kavumms und Miltank können Rauflust haben. Und Rauflust ist ja die Fähigkeit, dass du mit Normal- und Kampfattacken auch Geist-Pokémon treffen kannst. Bedeutet, diese Typengleichheit, die ich gerade geschildert habe, gilt für Miltank und Kavumms zumindest nicht. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwierig. Mika spielt allerdings nicht zum ersten Mal gegen Mono-Normal-Teams und auch nicht zum ersten Mal gegen Rauflust-Pokémon. Von daher wird er sicherlich wissen, wie er dagegen spielen muss. Ansonsten hat Lukas hier noch mit dabei ein Tauboss, vermutlich in der Mega-Entwicklung, aber vielleicht auch nicht. Wir sehen noch einen Farbigel, ein Porygon 2 und ein Alola Radikal, was hier mit an Bord ist. Was natürlich auch nochmal den Unlicht-Typen mit dabei hat und dadurch ja, so einen gewissen Typenvorteil mit am Start hat. Ja, Lead hier auf Seiten von Mika ist Silvaru. Ich wäre auf jeden Fall mit einem Pokémon geleadet, was Farbigel sehr gut unter Druck setzen kann und dafür sorgen kann, dass Farbigel hier nicht zu viel macht. Wir springen mal rein in den Kampf, by the way. Und ich denke, dass Silvaru da am besten dafür geeignet ist, denn Farbigel möchte ja im Normalfall mit Pilzspore erstmal ein Pokémon einschläfern, um dann alle möglichen Hazards rauszubekommen. Und Silvaru ist ein Pflanzen-Pokémon und demzufolge kann es von Pilzspore nicht eingeschläfert werden. Demzufolge ist hier wahrscheinlich auch sehr, sehr klar, dass Mika mit eben Silvaru leadet, weshalb Lukas sich dafür entscheidet, mit Tauboss zu leaden, um eben Silvaru dann wieder abzufangen. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum Mika Silvaru gewählt hat. Du musst halt einfach Farbigel möglichst gut unterbinden können. Und das ging jetzt hier für ihn leider Gottes in die Hose, weil Lukas eben nicht mit Farbigel leadet, wie man es häufig gerne macht. Bietet ihm aber natürlich auch die Möglichkeit, die Tarnsteine zu legen und damit den potenziellen Fokuscode auf Farbigel zu zerstören und Farbigel dadurch gar nichts machen zu lassen. Leider Gottes sehen wir hier auch, wie der Endgegner von einem Orkan von Mega-Tauboss direkt auseinandergenommen wird. Ganz, ganz schnell ging das hier. Und leider werden wir von Sankabu in diesem AB zumindest, ja, vielleicht zumindest bei Mika nicht mehr so viel sehen. Und wow, da kommt einfach Gengar rein und ist Scarf, ist Walchal und outspeedet Tauboss und nimmt Tauboss mit einem Donnerblitz raus. Das ist ein verdammt offensiver Start. Zwei Pokémon sind bereits down nach zwei Runden. Gengar bleibt jetzt drin und geht hier nochmal für den Donnerblitz. Das macht keine 50% gegen Radikal, während Radikals Knirscher wiederum töten wird. Also das ist hier der absolut offensive Super-GAU ab. Super-GAU... Nicht Abschlag. Was habe ich denn eben gesagt? Ich weiß es nicht. Schlagabtausch. Das war's. Nicht Abschlag, sondern Schlagabtausch. So rum. Ja, Gengar jetzt auch schon down. Darkrai kommt aber rein. Darkrai ist schneller. Drückt die Hypnose, glaube ich, war's. Und Radikal schlägt. Das kann auf der einen Seite sehr, sehr gut sein.
zum einen bekommt er jetzt schon mal Chip Damage durch Altraum, die Fähigkeit von Darkrai. Zum anderen kann Darkrai jetzt vielleicht sich setupen. Es hätte aber natürlich auch so sein können, dass Radikal gleich aufwacht und dann Darkrai sehr, sehr harten Schaden macht. Allerdings entscheidet sich Lukas dafür, hier rauszugehen und Porygon 2 reinzubringen. Und jetzt wird es natürlich interessant. Darkrai ist auf plus 2 Angriff. Wie viel Schaden kann der jetzt letztlich machen? Wir sehen tatsächlich den Z-Kampfruf. Also vermutlich Fokusstoß in der Hülle eines Z-Steins, der jetzt explodiert und sehr, sehr viel Kraft freisetzen wird. Und ich hätte gesagt, das macht auf jeden Fall über 50%, ohne dass er auf plus 2 ist. Wenn er auf plus 2 ist, heißt es im Umkehrschluss, das ist ein One-Shot. Wäre jetzt zumindest meine Intention. Ja, und es reicht aus gegen Porygon 2 und damit eine riesige defensive Wall auf der Seite von Lukas ebenfalls gefallen. Wir haben 6 Züge und 4 Pokémon sind down. Also, absolute Offensive. Und jetzt kommt Farbigel. Farbigel ist natürlich ebenfalls in der Lage, hier für eine Runde Schlaf zu sorgen, gegen Darkrai ausgerechnet. Darkrai hat aber die Möglichkeit, potenziell zu flinchen mit dem Kleben, mit der Finsteraura. Funktioniert hier leider nicht, aber es kommt nur, in Anführungsstrichen, das Klebenetz raus. Und ich denke, das ist verkraftbar für Mika, denn ich gehe sehr stark davon aus, dass Lukas sich hier nicht für Pilzsporn entschieden hat, weil er mit Silvaro gerechnet hat, dass das jetzt reinkommt und dann wäre das ein gewasteter Turn für ihn. Und das wollte er hier nicht eingehen, sondern einfach direkt Klebenetz legen. Da verliert er jetzt seinen Farbigel, was halt natürlich Dings rausbekommen hat, das Klebenetz, aber dafür auch gestorben ist. Und jetzt sehen wir, dass Fury auch nochmal sehr, sehr guten Schaden gegen Krabums raushaut. Allerdings reicht das nicht zum One-Hit. Hier wäre vielleicht ein Fokusstoß dann sinnvoller gewesen, denn durch den Überschallknall wiederum von Krabums fällt jetzt Darkrai. Und keine Ahnung, Alter. 3 gegen 3 steht es nach sehr, sehr kurzer Zeit. Und es bleibt spannend, wie das ganze Ding jetzt hier ausgehen wird. Krabums hat auf jeden Fall ein bisschen Schiss vor Mimikbo, obwohl der im Klebenetz ist. Hat er natürlich momentan noch seinen Kostümspuk. Und wir sehen den Knuddler gegen Miltank. Und Miltank trägt den Beulenhelm. Das heißt, sehr viel konstanter Schaden gegen Mimikma, wenn sich Mimikma entscheiden sollte, weiterhin anzugreifen. Wir haben auch gesehen, dass Miltank physisch-defensiv hier eine ganze Menge ausgehalten hat. Von daher, Mimikma jetzt wahrscheinlich auch nicht so unheimlich viel Bock, da drin zu bleiben und durch irgendeine Attacke, die nicht sonderlich viel Schaden machen wird. Wir sehen es an Tsukuyomi, dass das hier gerade mal 12 KP sind, seinen Kostümschub zu verlieren. Das hat, da hat Mimikma einfach keine Lust drauf und deswegen kommt hier eben der Switch in Tsukuyomi und Tsukuyomi hat außerdem hier noch die passive Möglichkeit Toxin drauf. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass wir vom Tempo des Spiels so langsam ein bisschen rausnehmen und es jetzt ein langsames Match wird. Bei Miltank, da muss erstmal Toxin triggern und so weiter und so fort. Aber Miltank hat eben auch die Möglichkeit, eine Vitalglocke zu spielen. Wobei ich glaube, dass das dann der Play gewesen wäre jetzt, weil ja, Miltank hätte sich verheilen können und hätte gleichzeitig auch den Schlaf heilen können, der jetzt hier nicht durchkommt. Und Mika vergisst, glaube ich, dass Alola Radikal ein Normal-Pokémon auch ist, denn er geht hier für Nachtnebel und das hat natürlich keine Wirkung. Und jetzt geht Tsukuyomi sogar nochmal für Toxin. Will er Tsukuyomi jetzt hier abwerfen oder ich glaube, er hat einfach gehofft, dass Alola Radikal hier aufwacht. Ich glaube, das war der, also Nachtnebel war, glaube ich, ein Missplay, aber Toxin gegen das schlafende Radikal war einfach, weil er dachte, wenn der jetzt aufwacht, dann kann ich den toxinieren, dann bekommt er schon mal Chip Damage. Das wäre ja sehr, sehr wertvoll. Und jetzt, in dieser Runde, wacht Alola Radikal auf. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Mika hier wieder für Toxin gegangen ist. Die Frage ist nur, kann Zwirklub, was wirklich defensives Fuck ist, einen Z-Move überleben, Stab-Z-Move? Sehr effektiv. Leider nein. Das war es also hier mit Zwirklub. Und es kommt Mimikma wieder rein. Ja, und Mimikma ist natürlich ein ganz, ganz kleines Problemchen für Alola Radikal. Aber durch das Klebenetz dürfte Radikal auf jeden Fall schneller sein. Und kann jetzt hier zumindest, wenn er möchte, diesen Kostümspuk brechen. Und Knirscher Mist. Das kann natürlich jetzt zweierlei Ursachen haben. Erstens, Mika spielt Blendpuder. Und hat damit, glaube ich, einen Regelverstoß begangen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Blendpuder erlaubt ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich Übereifer gewesen sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Alola Radikal das lernen kann. Also die Fähigkeit haben kann, Übereifer. Aber vermutlich. Ich gehe jetzt mal sehr, sehr stark davon aus. Und jetzt sehen wir hier einen sehr, sehr starken Double-Switch auf Seiten von Lukas. Denn er bringt seinen Miltank in Position gegen Mimikma, um wieder den Kostümspuk zu brechen.
Und natürlich will Mika das nicht zulassen. Geht hier also raus in Silvaro. Darauf reagiert Lukas allerdings und hat jetzt sein Krawumms in einer wirklich guten Position. Denn er kann hier für den Flammenwurf gehen und damit Silvaro vielleicht one-shotten? Ich glaube nämlich nicht. Nee, Silvaro ist speziell defensiv wirklich strong unterwegs und kann hier gegen Krawumms bestehen. Aber das war wirklich... Na, ich glaube, einfach auf Feuerschlag zu gehen mit Miltank wäre letztlich vielleicht der bessere Play gewesen. Aber I don't know. Wir werden gleich sehen, wie das Matchup Silvaro gegen Miltank laufen wird, wenn er sich dachte, okay, das wird schwierig werden, hier mit Miltank zu gewinnen. Ich glaube, ich muss auf Krawumms gehen, dann nachvollziehbar, dass er das hier macht. So, wir haben jetzt hier den Feuerschlag von Miltank und der macht gerade mal 60 KP. Bringt aber den Burn, was zumindest noch mal ein bisschen konstanten Schaden gebracht hätte. Aber wir sehen jetzt eigentlich schon, wie es laufen wird. Miltank wird hier mit dem Feuerschlag nicht genug Schaden machen. Selbst wenn er andauernd crittet, macht er gerade mal genauso viel Schaden, wie sich Ricochet hochheilen würde. Klar, Burn-Schaden ist dann auch noch da als konstanter Damage, aber da heilen wiederum die Überreste gegen. Und demzufolge hat Miltank hier selbst mit allen Crits der Welt keine Möglichkeit, Silvaro zu besiegen. Solange Silvaro jetzt einfach Ruheort, 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 Ruheort drückt. Und auf der Gegnerseite haben wir dann natürlich das Toxin, wo der Timer immer weiter und weiter und weiter und weiter triggert und Miltank auf lange Sicht dann eben down gehen wird. Ich denke mal, dass Silvaro jetzt demnächst auch für einen Gigasauger gehen könnte. Noch wird Miltank nicht in Range sein und Silvaro war auch langsamer als Miltank, wenn ich das... Ja, doch, durchs Klebenetz auf jeden Fall. Deswegen wird er, denke ich, jetzt in diesem Turn auf jeden Fall nochmal für Ruheort gehen. Wobei man sich hier erlauben hätte können, für Gigasauger zu gehen. Aber macht er jetzt hier noch nicht. Kann ich nachvollziehen, weil noch killt Gigasauger mit Toxin wahrscheinlich nicht. Na, wäre knapp geworden, aber ich denke nicht. Aber jetzt ist Gigasauger auf jeden Fall der Play. Alles andere wäre ein bisschen sehr passiv. Und wir sehen bei Miltank auch kein Milchgetränk, sondern wieder nur den Feuerschlag. Und jetzt ist Silvaro natürlich grundsätzlich in der Range, um Gigasauger zu drücken. Aber Mika geht hier noch eine Nummer sicherer, drückt nach wie vor Ruheort. Es hätte jetzt auch Milchgetränk kommen können oder sowas. Aber eigentlich war Gigasauger meiner Meinung nach jetzt der Play. Und weil was will Miltank machen? Miltank hat jetzt hier nichts mehr, um mit Silvaro irgendwas anzustellen. Und von daher kommt jetzt hier nochmal der finale Feuerschlag. Man geht also nach wie vor nicht auf Milchgetränk. Und ja, Mika hat gar keinen Bock hier mit Gigasauger. Ah, nee. Eventuell, er weiß natürlich nicht, ob Miltank Rauflust hat und damit mit Normalattacken treffen kann. Oder ob es Vegetarier hat. Rauflust macht natürlich mehr Sinn, aber ich glaube, wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt nicht, ob es Rauflust hat oder Vegetarier. Und wenn es Vegetarier hat, dann kann Silvaro natürlich mit Gigasauger Miltank keinen Schaden hinzufügen, sondern im Gegenteil, es boostet sogar den Angriff noch. Und dann kann Miltank plötzlich mit dem Feuerschlag, zumindest für Silvaro, nochmal eine Gefahr werden. Deswegen, dauerhaft Ruheort zu drücken, war der Play mit Silvaro. Ansonsten wäre Miltank hier potenziell nochmal sehr gefährlich geworden auf plus 1. Ja, GG an beide Kämpfenden. War insgesamt ein recht schönes Duell. Gerade am Anfang super offensiver Schlagabtausch, muss man sagen. Und von daher GG an beide. Für Lukas reicht es hier leider nicht für den nächsten Orden. Für Orden Nummer 4 oder 5, wie auch immer. Und Mika kann sich hier aber zum Glück nochmal einen Sieg zum Ende holen. Und das bedeutet für Mika, er stand gerade 23-23, dass er eine positive Statistik aufweisen kann. Eine knappe positive Statistik mit 24-23. GG auf jeden Fall. Ist, glaube ich, mit dem Geist-Cheaten gar nicht mal so einfach. Es gibt zwar viele coole, starke Geist-Pokémon, definitiv, aber es gibt jetzt nicht die Mega-Auswahl. Es gibt gar nicht so viele. Und von daher können sich die Gegner natürlich viel besser auf diesen Typen vorbereiten, weil die Auswahl, die Mika zur Verfügung hat, relativ eingeschränkt ist. Und demzufolge, hier mit einer positiven Statistik rauszugehen, ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Leistung. Und von daher auch dazu nochmal Glückwunsch. Und auch an dich, selbstverständlich, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs hier mitspielen. Ich meine, ihr müsst euch das vor Augen führen, okay? Mika hat eine Statistik von 24-23. Das sind 47 Kämpfe, die er hier in diesem Projekt gemacht hat. Für dieses Projekt. Er selbst hatte davon gar nichts, außer vielleicht ein bisschen Spaß hin und wieder, aber auch eine Menge Frust hin und wieder bestimmt. Und sich hinzusetzen und 47 Mal zu kämpfen, das ist crazy. Und ich glaube, damit hat er auch, wenn ich das richtig überblicke, die meisten Kämpfe von allen Leitern, beziehungsweise 48 Kämpfe ist es dann sogar, oder?
Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so. 47, 48 Kämpfe. Irgendwas in dem Dreh. Auf jeden Fall super, super viele. Und von daher auch da geht nochmal der Respekt raus an alle Leiter, die sich so oft hingesetzt haben, um hier eben Content zu produzieren. Wir machen jetzt aber ganz schnell weiter mit dem letzten Leiter, der noch übrig bleibt, den wir uns noch anschauen müssen. Und ja, da geht es für einen Teilnehmer um eine ganze Menge. Und ich verrate mal so viel. Es geht nicht nur für einen Teilnehmer um eine ganze Menge, sondern für zwei. Denn wir haben heute drei Kämpfe in diesem Part mit dabei. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Und wir springen jetzt rüber in die Normalarena. Wir sind angekommen bei Kusha. Und der hat tatsächlich hier nochmal ein neues Team mit dabei. Vielleicht auch ein altes, was ich schon wieder vergessen habe. Aber es sieht für mich relativ neu aus. Wir gucken das Ganze heute aus der Perspektive vom guten Otze, der hier antritt. Einer der zwei Leute, die noch 7 Orden haben. Otze auf der einen Seite, Prinz Otze, und Roggi auf der anderen. Und die beiden werden es jetzt noch einmal gegen Kusha versuchen dürfen. Wenn sie gewinnen, sind sie in der Top 4. Dann sind sie in der Liga, dann dürfen sie versuchen, Champ zu werden. Wenn sie verlieren, scheiden sie aus dem Arena Battle 3. Ja, und wir gucken uns das Ganze, wie gesagt, aus der Perspektive von Atze an, weil bei Kusha irgendwie der 3DS kaputt gegangen ist jetzt in der Zwischenzeit und er dadurch diese Kämpfe nicht mehr hochladen konnte dann letztlich. Schauen wir uns doch zuerst mal das Team des Leiters an. Wir haben hier ein Iguana mit dabei. Interessant. Ich bin gespannt, was das machen soll. Sieht natürlich sehr, sehr stark nach Fokusgurt aus. Gerade weil wir noch ein Mundtier mit an Bord haben, was den Evoliten tragen wird. Und Mundtier mit Evolit, physisch defensiv eine Bestie. Wirklich. Speziell defensiv kann man da auf jeden Fall durchbrechen. Physisch defensiv wird das ganz, ganz schwer ohne Typenvorteil, ohne Stab oder so. Das ist ganz, ganz kritisch. Dann haben wir Togekiss als Normalausnahme noch mit dabei. Ein Chillabell, mal sehen, ob das den Kingstein tragen wird. Ein Arceus, natürlich auch hier wieder mit 0 DV und allen Werten. Und Arceus Normal muss auch den Seidenschal spielen, weil alle anderen Arceusika quasi ja auch ihre Tafeln spielen müssen und deswegen ist Arceus hier ebenfalls quasi auf die Normaltafel festgelegt. Die gibt es nicht, deswegen der Seidenschal. Und zu guter Letzt dann auch noch ein Costoso. Also ich glaube, gerade auf der physisch-defensiven Seite ist er sehr gut aufgestellt. Auf der speziellen könnte es schwierig werden. Wenn wir uns allerdings jetzt das Team von Otze angucken, dann sehe ich da quasi ausschließlich spezielle Angreifer. Wir haben jede Menge Legenden mit dabei. Nämlich 5 an der Zahl. Wir haben einen Raikou, wir haben einen Cresselia, wir haben einen Boreos-T, ein Keldeo, was natürlich unfassbar gefährlich ist aufgrund des Kampftypen und dem damit verbundenen Vorteil gegen Normal. Und ein Magierna und dazwischen dann irgendwie noch ein Zubiris. Das ist interessant, mal sehen, was das so machen wird dazwischen. Sieht nach einem unfassbar powervollen Team aus und wenn Kusha das Ding gewinnen kann, dann Hut ab auf jeden Fall, dann Hut ab. Vielleicht ist Zubiris einfach nur deswegen mit, damit er von Arceus Turbo-Tempo nicht umgerannt wird, weil Arceus Schwertanz into Turbo-Tempo ist halt fucking gefährlich. Und deswegen werden wir sehen, wie dieses Kämpfchen hier ausgehen wird. Wenn Zubiris fällt, kann Arceus auf jeden Fall richtig, richtig bedrohlich werden für dieses Team. Magierna braucht dafür auch noch eine Menge Chip, aber dann würde das gehen. Bis dahin muss Kusha allerdings erstmal kommen mit diesem Team. Ich freue mich auf einige Pokémon wie Mundtier, wie Iguana und würde sagen, wir springen jetzt in den Kampf hinein und schauen uns an, schafft es Otze, hier seinen 8. Orden zu holen, schafft es Kusha, hier nochmal einen oder vielleicht sogar 2 Siege mit dem nächsten Match rauszubringen. Das und viel, viel mehr gibt es in diesem Match zu sehen. So. Wir haben Raikou als Lead und auf der anderen Seite war es Iguana. Ich denke, das ist insgesamt in Ordnung. Der Gott kommt hier rein. Mal sehen, was Iguana so machen wird. Ich sage mal so, der kann sogar theoretisch einen Hit von Raikou überleben. Wenn nicht gerade eine Aura-Sphäre kommt, dann wird es interessant. Und der Gott geht hier erst einmal easy peasy für den Schutzschild. Finde ich interessant. Ist ein bisschen ungünstig jetzt, weil Raikou direkt für den Delegator geht und auch Überreste hat. Das heißt, es ist so ein, ich will jetzt nicht sagen, ein defensives Raikou-Set, aber nicht das offensivste der Welt. Aber es ist halt super nice, ne? Mit Raikou forst du teilweise einige Pokémon zu switchen und dann kommt halt sowas wie ein Bodenmon rein oder so, ne? Und das erlaubt dir oft, den Delegator aufzusetzen und hinterm Delegator triggern dann die Überreste dich wieder hoch. Das ist schon sehr, sehr nice. Und wir sehen hier die Aura-Sphäre von Raikou, die aber gegen Mundtier, wo ich gesagt habe, dass er speziell defensiv nicht so strong ist, tatsächlich gar nicht so viel Schaden macht. Aber was ich mir auch gedacht habe, ist,
dass Raikou hier potenziell Zugriff auf Gedankengut hat. Weil ich meine, so ein Donnerblitz und eine Aurasphäre zusammen, die müssten eigentlich ganz gut funktionieren, um das meiste im gegnerischen Team irgendwie zu erwischen. Und dann hast du eben noch Platz für Delegator und Gedankengut. Ja, und der Delegator hört jetzt hier zwar auf zu wirken, aber Raikou wird niemals durch einen Angriff von Mundtier sterben. Und gleichzeitig kann er mit einer Aurasphäre potenziell zum Kill ansetzen, weil auf plus 1 könnte das knapp reichen. Reicht nicht knapp, von daher kann Mundtier hier einmal angreifen. Mit dem Body Slam wird auch okay einen Schaden, denke ich mal, machen. Ja, 54 KP ist in Ordnung. Aber es triggern jetzt die Überreste. Raikou wird jetzt gleich einen Kill holen, dann triggern nochmal die Überreste. Und von daher wird hier Mundtiers Auftritt nicht viel gebracht haben, außer eben den Delegator von dem kleinen Tiger hier. Von dem Säbelzahntiger zu zerstören. Und ansonsten geht's Raikou auf plus 1 immer noch relativ gut. Ja, Kuja muss jetzt irgendwie Druck aufbauen dagegen. Und das soll hier scheinbar Chiller Bell machen. Ich denke, Chiller Bell wäre vielleicht sogar die bessere Option zum Mundtier gewesen. Klar, eine Aurasphäre hätte wahrscheinlich deutlich mehr Schaden gemacht. Aber wenn du Kehrschelle spielst, hast du natürlich die Möglichkeit, den Delegator zu brechen und danach noch weiterhin Schaden zu machen. So, jetzt aber eine sehr starke Prediction von ihm. Er drückt hier die Kehrtwende auf den Zubiris-Switch und kann Zubiris damit super hart anschlagen, kann Togekiss reinbringen. Und da das so viel Schaden war, gehe ich hier sogar fast von einem Walband-Set aus. Und auch jetzt zieht Kuja hier nochmal einen Double. Also er macht die Plays, er versucht die Plays, bringt Togekiss rein. Ist klar, Zubiris will da nicht drin bleiben und Magearna kommt jetzt rein. Ob es das Pokémon ist, was er drin haben wollte, weiß ich nicht, aber möglicherweise ist es das. Denn jetzt ist der Gott da und kann mit dem Giftblick, der ja mittlerweile in Schwert und Schild Schlangenblick heißt, Magearna paralysieren und damit zumindest schon mal so ein bisschen daran hindern, hier mit einem Gangwechsel einfach durch das gegnerische Team durchzupferchen. Init gleicht sich jetzt halt aus, ne? Paralyse droppt um die Hälfte, Dings steigert um die Hälfte. Von daher ist das nachvollziehbar. Und Iguana geht jetzt hier für den Delegator. Sehe ich allerdings den Play, weil entweder kann es sein, dass Magearna sich hier nochmal in der Init boosten will. Oder Magearna greift an, aber dann besteht immer noch die Chance auf Fullpara. Und wir sehen tatsächlich auf Iguana auch Delegator mit Überresten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Iguana jetzt nochmal für den Delegator gehen wird. Weil das ist gerade Kushas Play, denke ich. Denn Magearna kann irgendwann die Fullpara bekommen. Und darauf muss er gerade gehen. Und er bekommt auf jeden Fall 4 Delegatoren raus. Durch die Überreste vielleicht sogar 5 an der Zahl. Und ja, das könnte ihm dann gratis einen Free-Angriff bringen und ein bisschen Chip auf Magearna garantieren. Ob das jetzt mega wichtig ist, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Oh, er hat auch noch Schutzschild mit dabei. Das ist also quasi so ein Set, wie Barzi damals gegen uns gespielt hat in der GPL am zweiten Spieltag mit seinem Iguana. Ein sehr, sehr defensives Set. Und das könnte jetzt eine Weile dauern tatsächlich in diesem Matchup. Aber Iguana könnte auch tatsächlich hier irgendwas machen. Ne? Weil irgendwann kommt vielleicht die Fullpara. Wir werden es sehen. Aber bisher hat Magearna Glück und kommt durch die Fullpara, kommt durch die Fullpara, kommt durch die Fullpara. Ganz im Sinne der GPL von Kuja wiederum, hat er mit Paras scheinbar nicht sonderlich viel Glück. Also er hat jetzt hier auf seiner Seite zwar noch keine Para, aber auf der Gegnerseite. Und die hat ihm bislang keine großen Vorteile beschert. Ich frage mich jetzt, ob jetzt ein Schutzschild kommt wieder. Weil das ist halt risky, ne? Das erlaubt Magearna theoretisch hier für Setup zu gehen. Und genau das macht Magearna. Und genau jetzt hätte der Delegator rauskommen müssen. Das erste Mal Schutzschild war absolut fein. Weil damit muss Magearna nicht rechnen. Hätte ich auch nicht gerechnet. Aber jetzt war halt klar, dass immer wieder Schutzschild kommen kann. Und da kann Magearna entweder versuchen, seine Init zu boosten, seinen Spezialangriff, seine Spezialverteidigung. Oder eben natürlich auch, rauszugehen auf irgendwas Offensiveres. Und jetzt hat man natürlich dieses kleine Problemchen, dass Magearna auf plus 1 ist und plus 2 in der Init und plus 1 im Angriff und überall ziemlich, ziemlich strong. Und man muss jetzt sogar fürs Paraflinchen mit Togekiss gehen, während Magearna auf plus 1 ist. Also da muss jetzt schon viel gut gehen und es geht gar nichts gut, denn Magearna denkt sich einfach so, 60% Flinch-Chance plus durch die Para kommen, gar kein Problem für mich. Wirklich gar kein Problem. Und das ist das Allerschlechteste, wie es hier für Kuja laufen konnte. Denn Kuja hat sich wahrscheinlich erhofft, mit Luftschnitt und Para zumindest eine Menge Schaden gegen Magearna rauszuholen. Er kriegt zumindest einen Crit. Kriegt er den Cringe? Kriegt er den Cringe? Unfassbar. Unfassbar. Dieses Magearna, unfassbar. So oft durch die Para gekommen, hat's gar nicht gejuckt. Und jetzt kommt es zweimal durch den 60%igen Flinch zusätzlich zur Para und gewinnt jetzt hier gegen Togekiss. Den Z-Move verstehe ich nicht unbedingt, außer wenn man da jetzt eine Auswechslung erwartet hat, aber ja. Oder Ruheort. Man kann auch Ruheort erwartet haben. Ja, das sehe ich. Okay, dann sehe ich den Z-Move auf jeden Fall.
Wow. Dieses Magieren da ist ein Riesenproblem jetzt für Kusha. Ein absolutes Riesenproblem. So, Arthas kommt, drückt Erdbeben. Wird eine Menge Schaden machen, aber killen wird es nicht. Denke ich mal. Nope, Magierna ist bei 17 KP und Magierna wird hier durchkommen, oder? Magierna kommt hier durch. Droppt die Aurasphäre, er ist mittlerweile auf plus 2 und Arthas hat keine DVs und das war's mit Arthas. Also Magierna hat hier richtig hart Bock. Holy shit. Ist jetzt auf plus 3. Allerdings wird es wahrscheinlich jetzt outspeedet werden von irgendwem. Flinchy zum Beispiel, genau. Und Flinchy kann jetzt hier, denke ich, auch für sowas. Ja, weiß ich nicht, ob ich für Kugelsaat gehen würde. Aber er geht für Kugelsaat, ja. Wenn er Wertelink hat, dann trifft er hier auch 5-mal und dann reicht das auf jeden Fall. Ansonsten wäre es ein bisschen risky, weil wenn er jetzt nur 2-mal trifft, kritisch. Aber 2 Treffer reichen aus, um Magierna aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist natürlich super, 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 super wichtig. Aber das Team besteht natürlich nicht nur aus Magierna, sondern auch aus vielen, vielen anderen Pokémon. Darunter zum Beispiel Boreos T, Raikou, was dann noch ist. Ein Keldeo, was noch in der Hinterhand ist. Und Togekiss ist down. Also das wird sehr, sehr schwierig. So, Boreos geht jetzt erst einmal für einen Protzer, während Iguana hier reinkommt. Das Problem ist nur, Boreos ist schneller als Iguana. Und demzufolge, auf Plus 1 wird er wahrscheinlich Iguana einfach rausnehmen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Kusha geht hier für den sehr riskanten Play wieder auf Schutzschild. Boreos geht auf Durchbruch. Das zerbricht zwar Schilde, sowas wie Lichtschild, Reflektor und so weiter und so fort, aber leider kein Schutzschild. Fände ich sehr, sehr cool. Das würde Durchbruch zu einer super starken Attacke machen, wenn man damit auch Schutzschilde durchbrechen kann. Und ich denke, Durchbruch auf plus 1, müssen wir nicht drüber reden. Das wird hier auf jeden Fall ein Iguana aus dem Spiel nehmen. Deswegen, ja, wurde wahrscheinlich ohnehin nur reingeworfen, um geopfert zu werden. Jetzt muss Costoso ein bisschen was machen und der hat zumindest den Vorteil, dass Boreos hier physisch ist. Und physische Angriffe steckt Costoso, wenn sie Kontakt herstellen, relativ gut weg. Die Frage ist natürlich nur, wie viel macht so eine Rückkehr von, ja, Costoso jetzt noch gegen Boreos? Immer noch soliden Schaden, hat auch keinen Beulenhelm oder sowas, von daher aushaltbar. Und Durchbruch, ihr seht es, macht halt auf plus 2. Auf plus 2 gerade mal 40%. Und von daher wird Costoso dieses Matchup sogar gewinnen. Aber Boreos könnte sich auch nochmal entscheiden. Ich gehe nochmal raus. Ich habe Belebekraft. Ich halte mich hier einfach nochmal hoch. Kenne ich gar nichts. Und jetzt kommt Zubiris rein. Und ich glaube nicht, dass Kusha damit rechnet. Er kann damit rechnen, aber muss er nicht unbedingt. Er kann auch hier safe bleiben. Und naja, Otze hatte hier nicht sonderlich viel zu verlieren. Bringt sein Zubiris rein. Und damit ist er jetzt in einer hervorragenden Position, wo er eigentlich einfach ehrlich drücken kann. Ist sogar noch mega Zubiris. Er kann sich hier auch gegenheilen. Ich denke, beides wären gute Optionen für ihn. Wir werden sehen. Zauberschein kommt hier. Okay. Um Costoso rauszunehmen, beziehungsweise sehr, sehr guten Damage zu machen, verstehe ich. Vielleicht ist auch kein Irrlicht drauf, dann verstehe ich das auch. Aber ja, jetzt liegt es so ein bisschen an diesem Chillabell, hier noch was zu machen. Wobei, glaube ich, Boreos schneller ist und es mit einem Durchbruch rausnehmen kann. Wir sehen 5 Treffer, aber 4 KP bei Zubiris, kein Flinch. Ich glaube, wie gesagt, auch dass der Wahlband ist. Und wow, der Zauberschein killt. War das ein Crit? Muss ein Crit gewesen sein, oder? Nee, war kein Crit. Okay, crazy. Ja, aber der erste Zauberschein hat doch nicht gekillt. Also hat doch nicht 50% gemacht. Ja, I don't know. Costoso hat scheinbar keine Angriffe mehr gegen Zubiris. Von daher kommt hier nochmal ein Zauberschein raus. Den Bärchenwurst. Sogar ganz, ganz knapp überlebt. Aber ja, da scheint wirklich nichts mehr drauf zu sein. Und von daher holt sich Mega Zubiris hier dann den Kill an Costoso. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Otze. Man hat auch gemerkt, dass er diesen Sieg hier unbedingt will. Unbedingt braucht. Und vielleicht hat Kusha hier auch so ein Ultimatum gestellt und gesagt, so einen Try gebe ich dir noch, Otze, wenn du es da schaffst. Weil wir hatten dieses Matchup, glaube ich, schon häufiger. Wenn du es da schaffst, GG, dann bist du in der Liga. Wenn du es nicht schaffst, dann war das deine letzte Chance. So zumindest sieht das Team von Otze hier aus sehr, sehr stark. Und er setzt sich hier damit natürlich auch sehr dominant durch und holt sich gegen Kusha seinen Sieg, seinen 8. Orden und damit erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Reliktordens und gleichzeitig damit natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum Zutritt zur Top 4, wo Otze jetzt eben versuchen kann, Champ des Arena Battle 3 zu werden. Viel Glück dafür auf jeden Fall. Jetzt kommen wir allerdings erst einmal zu Kusha, wollte ich sagen, aber nee, kommen wir doch nicht. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch noch nicht. Wir kommen doch nicht zum Fazit von Kusha, denn wir haben ja wie gesagt noch einen dritten Kampf für den heutigen Part übrig und den werden wir uns jetzt anschauen, denn hier wird jetzt Roggi gegen Kusha versuchen, ebenfalls seinen 8. Orden zu holen. Auch hier das Ultimatum, entweder es klappt jetzt mit dem 8. Orden oder es war's
Oder das war's mit dem Arena Battle 3. Wir werden sehen. Und tatsächlich haben wir hier ein Match, was interessanter aussieht, als man bei der Ausgangssituation erwartet hätte. Weil man ja durchaus nachvollziehen könnte, wenn Roggi jetzt hier mit einem super tryhardigen Team um die Ecke kommt. Hat er ja bei vergangenen Leitern ebenfalls schon gemacht. Aber eventuell muss man natürlich auch hier jetzt fairerweise für Otze erwähnen, war es so, dass Roggi gegen Kusha erst gekämpft hat und danach gegen die anderen und die irgendwie ein Ultimatum gestellt haben oder so. I don't know. Wir sehen hier auf jeden Fall jede Menge coole Pokémon. Und zwar ein Metino. Habe ich schon wieder fast vergessen, dass das überhaupt existiert. Wir haben Nidoqueen. Wir haben Kabutops. Wir haben ein Ledian. Und wir haben ein Meditier. Ein Mediti, wie ich sagen möchte. Und das sind 5 Pokémon, die es in Schwert und Schild aktuell nicht gibt. Ne? Tohaido, glaube ich, ja neu mit dazugekommen mit dem DLC. Bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, diese 6 Pokémon haben wir. Sieht sehr, sehr cool aus. Und Kusha tritt ebenfalls mit einem sehr stylischen Team an. Ne? Wir haben hier ein Haspiroar mit dabei. Wir haben ein Schlappohr, also die komplette Entwicklungsreihe zwischen den beiden. Wahrscheinlich dann noch sogar Mega. Das heißt, wir werden Haspiroar, Schlappohr und Mega-Schlappohr sehen in diesem Match. Dann ist da ein Schlurp mit an Bord. Ich denke, das wird der Evolite-User sein. Ich denke auch, dass der eine Menge tanken kann. Zumindest ist Slowpoke immer sehr, sehr bulky. Und von daher wird Schlurp mit Evolite wahrscheinlich auch sehr, sehr bulky sein. Ähnlich potenziell wie Pixie, was hier wieder mit an Bord ist. Dann haben wir ein Tauboss, auch das potenzielle Mega. Also entweder sehen wir Schlappohr-Mega oder Tauboss-Mega. Aber eins von beiden ist nicht Mega. Also auch das wieder sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch ein Kanto-Radikal mit dabei. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir sehen hier auch, glaube ich, außer Meditie keinen direkten Typenvorteil von Roggi. Klar, Meditie... kann sehr, sehr gefährlich werden für Kusha, weil er da eigentlich nur Pixie als Switchen hat. Und wenn Pixie fallen sollte, wird es ganz, ganz schwierig. Und in Pixie wiederum kann theoretisch Nidoqueen sehr, sehr gut reinwechseln. Also das ist eine gefährliche Situation. Wir schauen das Ganze wieder aus der Sicht des Teilnehmers, aus Sicht von Roggi. Und schauen uns jetzt diesen allerletzten Kampf aus der Arena-Phase an und schauen. Wird Kusha es schaffen, hier einen weiteren Sieg zu holen? Er hat ja schon einige gesammelt innerhalb seiner AB-Laufbahn. Oder holt sich Roggi hier seinen finalen 8. Orden und zieht mit Otze gleich, zieht ebenfalls in die Top 4 ein. Wir springen rein und schauen uns an, wie das Ganze hier laufen wird. Let's go! Es verspricht auf jeden Fall zum Abschluss nochmal ein richtig, richtig cooler Kampf zu werden. Von daher, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wir sehen Vanieri auf der einen Seite, das ist das gute Haspiroar. Und auf Seiten von Roggi haben wir Star. Und Star war Meteno. Okay, so, ich weiß nicht, Haspiroar hat natürlich die Möglichkeit, mit Mogelhieb jetzt hier erstmal eine Runde zu flinchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt passiert. Vielleicht nutzt Roggi daher auch seine Möglichkeit, um erstmal das Matchup ein bisschen besser zu machen. Denn es kommt Sensenhans rein und wir sehen Wechseldich, was fehlschlägt. Und wenn Wechseldich fehlschlägt, muss der ja ein Item tragen, was nicht geswitcht werden kann, right? Und das einzige Item, was nicht geswitcht werden kann, sind Megasteine und Setsteine. Und Megastein macht halt keinen Sinn. Das bedeutet, dass Kusha hier gerade die Information gewonnen hat, dass dieses Kabutops den Setstein hat. Und dass dieses Kabutops jetzt gerade auf plus 2 ist. Und von daher kann sich Kusha natürlich schon denken, ja, da kommt jetzt wahrscheinlich so ein Z-Move um die Ecke, oder? Ich schick mal lieber das Pokémon rein, auf das ich am ehesten verzichten kann. Und das ist, ja, Haspiroar. Und deswegen kommt es hier auch rein. Wird absolut zerbombt werden von diesem Gesteins-Z-Move. Der wird, die apokalyptische Steinpresse wird ihren Namen auf jeden Fall verdienen. Das hätte so einige Haspiroar aus dem Leben gerissen. Aber eventuell hat er ja auch noch Fokus-Code. Und dann kann der vielleicht sogar noch irgendwas machen. Ich glaube, das Allerschlimmste, was er dann machen könnte, okay, er stirbt einfach, wäre der Mogelhieb gewesen, weil dann sich Bruchrüstung von Kabutops noch aktivieren würde. Und dann ist er auch noch super schnell. Dann wird es ganz, ganz gefährlich werden. So, Sensenhans geht hier aber tatsächlich nochmal raus. Und Meteno kommt rein. Sehen wir jetzt den Mogelhieb? Sehen wir jetzt die Mega-Entwicklung into Mogelhieb? Oder ist es ein normales Schlappohr? Mal sehen. Es ist Mega-Schlappohr. Das heißt, wir haben hier ein normales Tauboss mit dabei. Und Mega-Schlappohr kann ich mir vorstellen, dass es für Mogelhieb geht. Wäre aber risky. Wir sehen den Turmkick direkt, ja. Ist auch der richtige Play gewesen.
Und macht auch gegen Star sehr guten Schaden und lässt das Limit-Schild hier breaken, aber ganz, ganz knapp. Dadurch wird Meteno nochmal ein ganzes Stückchen schneller, aber nicht schneller als Mega Schlappohr. Und von daher geht Roggi hier erstmal mit seinem Meteno raus und geht in Mutter Maria. Und das ist aber ein Play, den ich schwierig finde. Klar, der wird den Turmkick ganz gut wegstecken, aber so eine Rückkehr hinterher wäre schwierig. Er bekommt hier Giftdorn. Das ist zumindest ein sehr positiver Effekt. Problem an der Sache ist jetzt eben nur, wenn du Nidoqueen so hart andamagen lässt, könnte es echt schwierig werden, an Pixie vorbeizukommen. Zumindest, wenn es ein Unkenntnis-Pixie wäre, weil dann würde ja Setup von Kabutops nichts bringen. Und vielleicht weiß Roggi das auch oder ist das Roggis Plan und deswegen geht er hier nochmal raus in Meteno und Kusha geht hier in aller Ruhe erstmal auf eine Staffette. Hat hier wahrscheinlich schon mit dem Wechsel gerechnet und oder wollte generell wechseln und switcht dann eben mit Hilfe der Staffette in Pixie. Ja, Roggis Plan war hier natürlich einfach möglichst viele Moves von Schlappo abzufangen, damit das Gift möglichst guten Schaden macht, damit es dann in Range von verschiedenen Pokémon ist, um zu killen. Wir sind jetzt hier in Runde Nummer 8 erstmal einen Tarnstein-Austausch von Meteno und Pixie. Das heißt, die kleinen süßen Steinchen, die eigentlich gar nicht süß und dann ziemlich nervig sind, aber manchmal auch ziemlich hilfreich, liegen jetzt auf beiden Seiten. Und Meteno wechselt mit einer Kehrtwende wieder Mutter Maria rein. Und genau das ist natürlich klar, dass jetzt hier Nidoqueen ziemlich häufig reinkommen wird. Ist ja auch ein guter Switch in die Mondgewalt. Setzt Pixie dann offensiv auch noch sehr, sehr gut unter Druck. Das ist wichtig. Kann natürlich auch mal ein Spezialangriffsdrop kommen. Dann macht Nidoqueen gar nicht mehr so viel Druck. Aber aktuell dürfte das gegen Pixie jede Menge Druck sein. Von daher rechne ich hier stark mit einem Switch-Out auf Seiten von Kusha. Denn sein Pixie ist halt super, super wichtig, um die ganzen Normal-Pokémon auch nochmal zu unterstützen. Und Lickitung kommt hier rein. Bekommt schon mal so ein bisschen Tarnstein-Vorgeschmack so, ne, auf das, was Nidoqueen da vielleicht noch hinterherhaut. Und Mutter Maria hat gar keinen Bock anzugreifen, sondern denkt sich, hey, ich habe gesehen, so in letzter Zeit, sehr, sehr cool. In letzter Zeit hat Delegator relativ gut funktioniert. Warum soll ich Delegator nicht hier spielen? Und er spielt nicht nur Delegator, sondern er spielt Delegator Power Punch. Und Power Punch ist echt ein Move, den siehst du nicht so häufig. Physisches Nidoqueen zum einen mit Power Punch und dann auch noch Crit. Läuft auf jeden Fall. Und der Body Slam hat den Delegator nicht mehr zerstört. Und das ist jetzt eine ganz, ganz kritische Situation für Kusha. Denn er kann jetzt zwar ein Pokémon reinschicken, aber Nidoqueen kann quasi wieder für Power Punch gehen. Und hier ist eigentlich schon ganz, ganz klar ersichtlich, was passieren wird. Oh, aber er geht tatsächlich nochmal für Power Punch. Und es kommt Mogelhieb. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich war mir jetzt zu 1000% sicher, dass wir hier die Kehrtwende into Pixie sehen würden. Maybe. Wobei ich nicht weiß, ob das so der Play gewesen wäre. Aber dann hättest du halt mit Kehrtwende den Delegator zerstört, weil Body Slam von Schlupp hat ihn wahrscheinlich fast zerstört, aber eben nicht ganz. Kehrtwende hätte den Rest gegeben. Und dann wechselt Schlappo eben raus, Pixie kommt rein, fängt den Power Punch gut ab und man hat dann wieder ein Matchup, wo zumindest Power Punch oder der Delegator halt weg ist. Und dann musst du mit Pixie halt irgendwie Druck machen. Wenn du allerdings mit Pixie gar nicht in der Lage bist, Druck zu machen, dann war das gerade natürlich die richtige Herangehensweise, irgendein Pokémon zu opfern, um diesen Delegator einfach wegzubekommen. Und wir sehen Orkan von Taubos, was misst, sieht man auch nicht jeden Tag, weil normalerweise ist es ja so, dass du einen Mega-Taubos da vor dir hast. Und das hat ja schildlos und trifft jeden Orkan. So, und jetzt haben wir hier Kabutops, was erstmal in aller Ruhe für einen Turbodreher geht, was super strong wäre in der 8. Generation, weil da hat es ja einen Init-Boost, oder hätte es jetzt einen Init-Boost gegeben und dann wäre... Was passiert denn hier eigentlich gerade, Alter? Hier trifft ja niemand. Hätte es einen Init-Boost gegeben und dann wäre er schneller gewesen als Taubos, es sei denn Taubos ist Wahlschalt, dann vermutlich nicht, wobei dann wäre es auch interessant knapp geworden, denke ich mal. Dann würde es auch sehr aufs Init-Investment ankommen. Ja, wäre dann ziemlich strong gewesen. Tarnsteine wegmachen, Speed-Boost holen, Taubos outspeed und dann aber abgeht die Luzi. Aber so ist es nicht, sondern wir haben einen Orkan gesehen, der erst gemisst hat, dann hat der nächste Orkan getroffen, dann hat wieder einer gemisst, dann hat auch die Steinkante von Kabutops gemisst, jetzt hat wiederum der Orkan wiederum gegen Meteno gemisst, aber Meteno trifft zumindest mit seiner Juwelenkraft und nimmt hier Taubos aus dem Spiel. Wir haben jetzt hier eine Situation für Roggi, die sehr, sehr gut aussieht, denn Roggi hat noch 5 Pokémon, Kusha lediglich 2 und eins davon ist Pixie, wo in der Hinterhand noch Nidoqueen ist. Ja, und gegen Radikal kommt jetzt hier erstmal eine Juwelenkraft raus. Die macht nicht so viel Schaden. Aber Radikal ist jetzt super, super gefährlich. Der ist einfach auf plus 2 Angriff und Adrenalin boostet und kann daher mit einer Fassade, die resistet wird, Meteno aus dem Leben reißen. Problem ist nur, dass Radikal wahrscheinlich nicht in der Lage ist, jedes Mon auf Seiten von Dings zu outspeeden. Wir haben hier ein Torpedo. Da könnte Radikal vielleicht sogar noch schneller sein. Bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Aber das Problem ist, dass Toraido ja hier auch ohne Probleme für ein Schutzschild gehen kann. Und dann wäre das ein Problem. Wir sehen ein spezielles Toraido und hier auch gleichzeitig den Switch auf Pixie, weil Kusha wahrscheinlich damit gerechnet hat, jetzt kommt eh ein Schutzschild, damit er safe schneller ist als mein Radikal. Vielleicht ist Radikal auch von Natur aus langsamer als Toraido, dann ist trotzdem der Switch in Pixie vielleicht eine Option. Möglicherweise. I don't know. Auf jeden Fall Pixie gegen Toraido jetzt natürlich in einer guten Position. Und wir sehen hier nochmal den Switch. Direkt also den Double Switch von Kusha in sein Radikal wieder. Und wir haben jetzt Radikal, was in die Tarnsteine kommt, was Burn-Schaden bekommt. Aber einem Ledian gegenübersteht, dass er vielleicht outspeeden könnte. Könnte. Und mit Fassade den aber sowas von umknüppeln könnte. Aber wir haben hier ein Leben ob Ledian, was mit Tempo Whip die Prio auspackt und den Kill an Radikal bekommt. Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem AB schon mal einen Kill von Ledian gesehen haben. Aber ich gönne es Ledian zutiefst. So, da kommt der Schwertanz gegen den Flammenwurf von Pixie. Das wird, denke ich, okay Schaden machen. Ja. Aber es kommt der Burn. Mann, da gibt es einmal die Chance, im allerletzten Part der Arena-Phase ein Ledian zu sehen, was nicht nur einen Kill holt, sondern auch noch gegen einen Pixie Druck aufbaut. Und dann kriegt es den Burn. Ja, und damit macht es natürlich dann gar keinen Schaden, leider mehr. Das ist sehr sad. Ich weiß gar nicht, ob der Patronit kann. Ich glaube nicht. Also hätte der wahrscheinlich eh nicht sonderlich viel gegen Pixie gehabt. Und wäre eh an Leben Orb gestorben und in Kombination mit Flammenwurf. Aber vielleicht hätte er dann zumindest mal einmal ungeburnten Schaden rausbekommen. Auf plus 2 wäre das vielleicht sowas wie Schaden gewesen, wenn Pixie nicht gerade Unkenntnis hat. Aber müssten wir eigentlich sogar sehen, ne? Ich glaube, das Ding hat Tarnstein Schaden bekommen. Bin ich mir aber nicht sicher. So, jetzt haben wir Mutter Maria, was hier straight für den Gift-Tip geht. Klar, Delegator macht nicht so viel Sinn, weil Pixie muss jetzt angreifen mit allem, was es hat. Und wir sehen die Vergiftung. Okay, das heißt, hier sehen wir jetzt auch gleich nochmal, hat der Magieschild oder nicht. Für all diejenigen, die genauso wie ich nicht aufgepasst haben. Und Flammenwurf Burn kommt hier nicht. Der hätte tatsächlich nochmal was bringen können. Wenn jetzt der Burn gekommen wäre, maybe. Wir haben Magieschild. Okay, das heißt, hat keinen Tarnsteinschaden bekommen, bekommt auch keinen Giftschaden. Das heißt, ein Burn wäre hier unheimlich viel wert gewesen. Dann wäre es vielleicht sogar nochmal knapp geworden. Allerdings kommt der 10%ige Burn nicht, sondern auf dem falschen Pokémon Ledian. Und damit kann Nidoqueen Pixie hier aus dem Spiel nehmen und gegen Kusha gewinnen. Und das bedeutet dann natürlich gleichzeitig, dass Kusha hier auch im zweiten Match des heutigen Tages verliert. Leider mit 2 Niederlagen aus dem Projekt ausscheidet oder austritt quasi. Ne? Es waren seine letzten Kämpfe. Und ja, Roggi hingegen holt sich einen Sieg. Und wie auch bei Orze ist es genauso, dass es hier sich um den 8. Orden handelt. Damit Glückwunsch zum Gewinn des Relikt-Ordens und damit einhergehen. Selbstverständlich natürlich auch Glückwunsch zum Zutritt zu Top 4. Und auch da, lieber Roggi, wünsche ich dir alles, alles Gute. Ganz, ganz viel Glück. Aber natürlich auch ein bisschen Pech gegen mich vielleicht. weil wir sind natürlich auch noch in der Top 4 vertreten und wir wollen natürlich versuchen, möglichst wenig Leute zum Champ kommen zu lassen. Das wird jetzt sehr, sehr schwierig werden, weil wir mit Roggi und Otze nochmal 2 Kandidaten dazu bekommen haben, die sich in der Top 4 beweisen dürfen, beweisen müssen. Und das wird natürlich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit dann in den nächsten Parts des ABs werden. Jetzt allerdings würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Part hier nochmal ein Däumchen nach oben da lassen würdet für die Arena-Leiter, die sich hier eben all die Mühe gegeben haben in den vergangenen Parts. Und es würde natürlich auch mich unterstützen, keine Frage. Ein paar letzte Worte jetzt auf jeden Fall, wie bei jedem Leiter. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Holy shit. An Kusha. Kusha hatte einen sehr zweischneidigen Start in das Projekt. Nämlich auf der einen Seite ist er sehr, sehr erfolgreich gestartet. Wir haben eine wirklich lange Unbesiegt-Serie gehabt. Er ist zwar mit einer Niederlage, glaube ich, gestartet. Zumindest sagt das die Statistik hier, auch wenn ich mich daran nicht erinnere. Danach hat er allerdings 7 Siege geholt, beziehungsweise ein Unentschieden war dazwischen, 7-mal ungeschlagen geblieben und damit seinen Titel verteidigt. Und danach kam dann so 1-2 Niederlagen, aber dann kamen wieder sehr, sehr viele Siege. Also er ist sehr, sehr stark gestartet. Aber zweischneidig war es deswegen, weil er sich nicht viele Freunde gemacht hat, weil er immer, glaube ich, mit demselben Team angetreten ist und das mit einem sehr, sehr starken Team rund um Pixie, um Arceus mit Schwertanz in Totobo-Tempo und so weiter und so fort. Und das hat nicht sehr viel Anklang gefunden, zumindest auf lange Sicht, auch bei mir nicht, auch ich habe das kritisiert. Und dann hat Kusha, der nicht viel Erfahrung mit dem AB hatte, das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten,
sich auch geändert und seine Teams ein bisschen stärker rotiert und auch coolere Sachen mitgenommen als eben den stärksten Shit, den du so in so einem Normalteam mit Ausnahmen zusammenbauen kannst. Und dadurch haben wir natürlich auch nochmal ein paar andere Mons gesehen. Insgesamt hätte ich mir natürlich trotzdem von Anfang an viel Abwechslung gewünscht. Dennoch freue ich mich, dass Kusha hier auf jeden Fall einen sehr positiven Wandel im Sinne des ABs hingelegt hat. Und auch hier bedanke ich mich bei Kusha dafür, dass er fleißig mitgespielt hat, super viele Kämpfe gemacht hat. Ich glaube, Kusha hat sogar genauso viele wie Mika. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube sogar, ja doch, es müssten genauso viele sein wie Mika. Ich glaube, Mika hat 47, Kusha hat 47 und damit haben die meisten gemacht. Und was man natürlich an der Stelle auch noch sagen kann, ist, dass Kusha gerade natürlich auch durch den starken Anfang hier die beste Siegquote hat. Und dazu dann natürlich auch nochmal Glückwunsch zur sehr erfolgreichen Teilnahme als Leiter hier im AB. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Kusha. Und ja, fürs zuverlässige Produzieren auf jeden Fall. Auch das war natürlich keine Selbstverständlichkeit während dieses Projekts. Jetzt würde ich sagen, ging der Part aber lang genug. War heute mal ein Special Part. Morgen oder mit dem nächsten Part geht es dann bereits los mit dem ersten Liga-Run von Prinz Otze. Und das gegen uns. Wir dürfen als allererstes gegen den Jungen ran und dürfen versuchen, die Top 4 in Ehren zu halten und zu gewinnen. Oder eventuell schaffen wir es auch nicht. Und dann kann Otze natürlich seine Reise Richtung Champ weiter fortsetzen, wie es laufen wird. Das werdet ihr dann natürlich morgen erfahren oder im nächsten Part, wie gesagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dranbleiben und bis dahin und tschüss.